Ein kurzer Dialog noch zwischen Knut Kircher und Tim Wiese. Und es geht los. 1-0 Hamburg. Joris Matthijssen platziert rechts unten. Claudio Pizarro wird der Nächste sein, werden wir hier die Wiederholung sehen. Wiese geht in die richtige Richtung, kann den Ball aber nicht abwehren. Jetzt der Peruaner. Frank Ross, ein alter Fuchs, der 35-Jährige, versucht da nochmal irgendwie Einfluss zu nehmen, lässt sich ganz viel Zeit. Auch mit ihm das Gespräch. Pizarro. Oh, mit Glück. Schlitzohrig, aber mit Glück 1:1. Boah. Jerome Boateng, für mich der beste Mann in der Verlängerung. Der Mann, der eingewechselt worden ist. 20 Jahre alt, ein junger Mann, hat er die Nerven. Der Ball lag nicht auf dem Punkt. Ganz kurzer Anlauf. Und wie separiert! Erster Fehlschuss. Durch Jerome Boateng. Wiese Sprechchöre auf der anderen Seite des Stadions der Bremer Fans. Und jetzt kommt Özil. Der wird besonders ausgepfiffen, weil man ihm die rote Karte gegen Jarolim anheftet. Obwohl er nur gefault worden ist. Auch er ein ganz junger, 20 Jahre alt, geborener Gelsenkirchener. Özil. Oh, kurzer Anlauf und er trifft. Leichter Vorteil für Werder Bremen. 2:1 für die Männer von der Weser. Wiese Sprechchöre, während Ivica Olic heranschreitet. Ein gelöster Mesut Özil. Er nimmt einen etwas längeren Anlauf, der Kroate. Ivica Olic, Torschütze zum 1:1. Verzögert leicht und erneut ist der Bremer Torwart da. Er sagte vor dem Spiel, der Tim Wiese, er wartet lange. Den Hamburgern werden wir einen auf die Mütze geben. Er tut seinen Teil dazu jetzt bei. Zwei Fehlschüsse. Durch Boateng und durch Olic. Und wenn Thorsten Frings jetzt verwandelt, ist das die halbe Miete. Auch mit Glück wie Pizarro. Aber es zählt. Frings trifft, Bremen führt mit 3:1. Und der nächste Hamburger muss treffen. Er heißt Marcel Jansen. Wenn Wiese wieder pariert oder Jansen, wie auch immer, den Ball nicht unterbekommt, ist Werder Bremen im Endspiel von Berlin. Gehalten von Tim Wiese. Liebe Zuschauer, gucken Sie mal, wie er da abgeht. Den können Sie heute nicht mehr einfangen. Drei parierte Elfmeter in einem Halbfinale. Das 66. Pokalendspiel in Deutschland, in Berlin am 30. Mai, lautet Bayer Leverkusen gegen Werder Bremen.